Herzlich willkommen bei DogCoach Media, herzlich willkommen beim Hunderasse Lexikon. Mein Name ist Enrico Lombardi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Begriff Rasse wird heutzutage in der Biologie benutzt, um eine Unterform einer Art zu definieren und bestimmte Merkmale dieser Art, dieser Unterform festzulegen. Für den Buchstaben B habe ich heute den Border Terrier gewählt. Ebenfalls eine sehr ursprüngliche Rasse, deren Herkunftsland die Region zwischen England und Schottland zugrunde liegt. Wo ansonsten Terrier eigentlich für Terrorist steht, ist der Border Terrier von dieser Norm ein bisschen abweichend. Deswegen als Terrierrasse so interessant. Ursprünglich als Rattenfänger gezüchtet, gilt heute dieser Arbeitsterrier als sehr ruhig und ausgeglichener Vertreter seiner Art. Aber auch hier gilt natürlich, die richtige Erziehung zur Anwendung zu bringen. Ansonsten kann sein Jagdbedürfnis schon mal mit ihm durchgehen. Der Border Terrier gilt aufgrund seiner Eigenschaften als sehr pflegeleicht. Er gilt somit als Anfängerhund, hat eine Widerrisshöhe von 25 bis 30 cm und ein Gesamtgewicht von 5 bis maximal 7 kg. Er ist also als Anfängerhund gut geeignet, bedarf aber eben auch gewissen Erziehungsmaßnahmen. Das heißt, der Besuch einer Hundeschule wird auch hier angeraten. Ich sage Tschüss. Für euch gilt abonnieren, schaut auf unseren Kanal, klickt euch durch die Playlist. Bis zum nächsten Mal. Euer Enrico Lombardi.